die zweite Runde. Und ich wundere, warum das mal wechselt. Das ist besser, als das die ganze Zeit zu verschieben. So. Jetzt mal andersrum. Schauen wir mal nach. Ich mache wieder meine freie Kamera wieder rein. Aber ich mache jetzt die Höhe feststellen, dass ich genau so. Ja. Schauen wir mal, wie sie jetzt spielen. GW-Doc 24 PD. Viel Glück. Es geht um den ersten Sieg oder das erste Unentschieden. So, wir gehen jetzt gleich mal ganz hoch, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. Es scheint. Ja, jetzt haben sie vielleicht was dazu gelernt. Jetzt ist es nämlich gar nicht so verkehrt. Ja? So wäre nämlich die einfachere Aufstellung gewesen. Von der Seite zumindest wirklich hier die prägnanteste. Er fährt ganz schön. Fetti fährt ganz schön weit raus. Fetti fährt ganz schön weit raus. Macht noch niemand auf. Aber gleich. Gleich geht. Wie knapp. Wie jetzt. AK-Adrian auf Fetti auf. So. Jetzt weiß sein Team, dass hier unten ein Panzer ist. Er bleibt aber unten stehen, versucht zu wirken. Triffst du nicht von dort. So. Was macht jetzt hier GW-Doc? GW-Doc kann hier extrem viel dazulernen. Die haben ja, ich glaube, das ist das erste Gefecht, hat mir vorhin das Black Panther erzählt. Aber es gehört dazu, jeder hat mal klein angefangen. Auch ein Top-Clan hat mal seine ersten Gefechte so verloren. Man lernt dazu, wie man fahren muss. Danke, Numinex. Kommt leider 10 Minuten später jetzt. So, hier haben wir wieder so ein Beispiel. Jetzt sieht man es mal von der anderen Seite, ne? Die kommen hier unten über den Hügel hochgefahren. Sind erst zwei auf B-Holocaust, kann eine schöne rechts entlang fahren. Wird aber gleich aufgemacht von Fetty. Fetty fährt weiter, macht ihn sogar auf. Und er hat ihn auch aufgemacht. So, die AMX ist natürlich hier. Oh, ist er gekettet? Ah, alles prallt ab. Junge, 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 was hat Fetty da für ein Glück? Aber er bleibt stehen, er bleibt stehen, er geht nicht in Deckung, er bleibt stehen und versucht zu schießen. Ah, jetzt kommt der erste Treffer, 315 Schaden mitten ins Gesicht. COD Freak hat auch schon den ersten Treffer bekommen. So, Fetty ist natürlich hinten auf der offenen Plane gewesen, konnte nicht weiter wegfahren. So, und jetzt hat sich hier 24 PD am Anfang des Hügels extrem eingepfercht, versuchen den Hügel links und rechts zu umfahren, um GW-Doc hier von zwei Seiten fast zu bekommen. So, was macht Nena? Nena zieht sich plötzlich zurück. Danke, Florian. 10 Minuten verzögert, tut mir leid. Geht nicht anders. Ich hätte es auch live gemacht, aber das wäre unfair. So, Nena fährt hier eine Runde und versucht jetzt wahrscheinlich von unten den Hügel hochzufahren. Aber hier sieht man, dass die zwei hier alles oder nichts machen, ne? Die wollen ja wirklich 100% der Gegner vernichten. Okay, muss jeder für sich selber wissen. So, wen haben wir denn hinten? Fette ist hier hinten. Fette setzt sich hinten zur Setz und kriegt erstmal Tirin allein, erstmal eins in die Seite und die weiß nicht woher. So, zwei ziehen rüber zum AMX zu Fette. Fette schießt wieder daneben. Die wissen nicht, woher, wo es herkommt. Das ist wunderbar. Jetzt ist auch noch um die Zeit hier extrem. Aber extrem viel Bewegung noch im Spiel. So. Schauen wir mal, was jetzt noch passiert. So, der Indienpanzer und der AMX, die ziehen sich jetzt nach unten wieder zurück und versuchen jetzt wieder Richtung Cap zu fahren, um sich den AMX rauszuschnappen. So, Kamsa aus vorgeformt seine IS-3, will die andere IS-3. Ah, bekommt natürlich jetzt von unten von Nena Feuer. COD Freak sieht es erst jetzt und wirkt auf die IS-3. Geht mal ein bisschen auf die Ansicht hier runter, wie das dann ungefähr hier so aussieht. So, Nena fährt jetzt gleich hoch und wird jetzt gleich erstmal penetriert werden. Im T32, ah, der trifft nicht so genau, der trifft nicht so genau auf die Entfernung. Nena steht sehr, sehr gut hier. Okay, schauen wir mal, wie es hier wieder aussieht. Unverändert, schon ziemlich runtergeschossen hier. Da hat der AMX wirklich noch gute Arbeit gemacht. Und jetzt ist das Problem. Oh, ich glaube, Fetty hat es gerochen. Fetty hat es gerochen, dass er jetzt hier penetriert wird von Dussi und B-Holocaust, dem AMX und Indienpanzer und zieht sich jetzt wieder nach hinten zurück, in Hoffnung, dass Killer ihm hier noch etwas Unterstützung geben kann. Das wäre jetzt gar nicht so verkehrt, denn der Indienpanzer, sobald er gekettet ist,
Die Unterwanne, wir wissen das alle, der ist nicht ganz so hardcore gepanzert. So, wie sieht es hier aus? Nena ist jetzt raus. GW-Doc hat hier noch vier Panzer jetzt stehen, aber sind. Fünf Panzer stehen, aber sind nicht mehr unterlegen von der HP her. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Das wäre jetzt vielleicht doch noch der Sieg für GW-Doc. So, Fetti und Killer im STA und AMX versuchen jetzt hier noch irgendwie sich nach hinten zu retten, dass sie das noch überleben können. Dass ihr Team dann noch gerettet werden kann, dass die nicht von hinten die aufräumen. So, jetzt haben wir hier drei Panzer nochmal. Boom Boom, Lecho und Tirinalein. Drei IS-3 und die werden penetriert. Ein IS-3 steht da vorne wunderbar, sauber. Die erste IS-3 ist jetzt raus. Sind es nur noch zwei. Oh, jetzt sieht man wieder, ne? Tiger 2 von hinten, der ist ein bisschen treffgenauer als die IS-3 von der Entfernung. Schönes Ding von Kampfsau, jawoll. Und wieder eine raus. So, jetzt haben die den Spieß nämlich mal komplett umgedreht. Da sieht man mal nämlich, dass die Karte wirklich nicht ganz so knallhart ausgewichen ist. Ausgeglichen ist, ausgewichen ist. Was ist denn hier los? So, jetzt wird gleich hier. Jawohl, wunderbar das Ding. Fetti hat sich hier nochmal abgesetzt, um sein Team zu helfen. 1A, erste Klasse ist das. So, jetzt sieht die ganze Sache nämlich mal andersrum aus. Sprich, das wird jetzt hier tatsächlich mal ein Unentschieden. Da hätte ich ja gar nicht damit gerechnet. So, wir schauen mal hier nach, was jetzt passiert. Die zwei stehen ja hinterm Gebäude nebeneinander. Das ist der größte Fehler, den man eigentlich machen kann, in meinen Augen. Wenn, dann sollte man wenigstens versetzt stehen, dass der eine nochmal etwas, ja, ich sag mal so, vielleicht auch nochmal irgendwo ein bisschen Schaden machen können, weil die Panzer hier haben nicht mehr viel. Kampfwaffe, ja, könnte vielleicht noch zwei Hits rauskriegen und jetzt ist einfach nur noch das, was übrig ist, gib mir alles und immer drauf da. So, erster Batz, Batz. Komm. Sage ich doch. Schade. Der ist raus. Das wird wohl der Sieg jetzt gewesen sein für GW-Doc hier. Erste Karte, zweite Runde und es wird ein Unentschieden. GW-Doc, herzlichen Glückwunsch. Ja, geht doch. Sehr schön, 1 zu 1.